Bin ich der Typ für das Haus oder bin ich eher ein Typ für eine Wohnung? Herzlich willkommen, grüße miteinander beim ersten Immo-Typ von der Villa Casa. Die sind auf der Suche nach einem idealen Eigenheim und haben schon das eine oder das andere Objekt angeschaut. Es ist sicher nicht ganz einfach, mit hundertprozentiger Überzeugung von Anfang an das richtige Gespür zu haben, welches Objekt oder was zu ihm würde passen. Das ist ein Grund mehr, dieser Sache etwas tiefer auf den Grund zu gehen. Es stellen sich im Prinzip drei Fragen. Bin ich der Haustyp oder der Wohnungstyp? Bin ich mehr ländlich orientiert oder städtisch? Und welchen finanziellen Spielraum habe ich überhaupt? Das sind nur drei grundlegende Fragen, die man sich muss können beantworten. Und wir gehen heute auf die ersten Punkte. Bin ich der Haustyp oder der Wohnungstyp? Der typische Haustyp ist naturverbunden, unser Garten, der zählt alles. Der Bastelraum wird voll ausgenutzt und die Freude am Hobby kennt keine Grenzen. Vielleicht hat man sogar den Arbeitsplatz daheim und man kann den Beruf und das Private optimal miteinander verbinden. Für seine Kinder hat man sogar ein eigenes Paradies aufgebaut und das Planschbecken zieht fast alle Kinder aus der Nachbarschaft an. Der typische Wohnungstyp. Er geniesst den Feierabend auf dem Balkon oder auf dem Sitzplatz. Seine Aktivitäten finden entweder auswärts statt. Tut sehr gerne reisen. Genießt die Möglichkeit, einfach können zu schliessen und können zu gehen, ohne dass er den Garten noch gießen muss. Habt ihr euer Profil erkannt? Nehmt nach Zeit, stellt euer persönliches Profil mal zusammen. Die kommen viel schneller an euer Ziel. Beim nächsten Mal gehört ihr etwas über städtlich oder ländlich. Mehr sagen wir nicht, du. Wir sehen uns in einem Monat wieder und ich wünsche euch alles Gute. Übrigens, wir sind an der WGA-Ausstellung in Spiez vom 22. bis 25. Oktober. Weitere Informationen findet ihr auf villagasa.ch. Wiederschauen miteinander.